Mit diesem alten Osterruf begrüße ich Sie sehr herzlich. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das wollen wir feiern, auch 2020. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das drückt eine wunderbare Wende aus und gibt uns Hoffnung, mehr als der Tod erlaubt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen. Ich spreche Worte aus Psalm 118. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Gott, wer hätte das gedacht? Ostern ist in diesem Jahr ganz anders. Wir sind hin und her gerissen. Wir haben Grund zur Dankbarkeit bis jetzt. Und wir haben doch auch große Sorgen. Und wir vermissen so viel. Wir freuen uns über den Frühling und das Osterfest. Und wir haben doch auch große Angst. Wir brauchen die Osterbotschaft vom neuen Leben in diesem Jahr umso mehr. Gott, öffne unser Herzen dafür. Ruf uns heraus aus unserer Angst und Ohnmacht. Gott des Lebens, lass dein Osterlicht in uns leuchten. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Erhöre uns um Jesu Christi willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich lese aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Markus, aus Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Abschied ist ein bisschen wie Sterben. Vielleicht kennen Sie diesen alten Schlager. Wie viele Abschiede erleben wir im Leben? Es sind viele. Abschiede von Menschen, von Träumen, von Orten, von Sicherheiten. Jedes Mal ein bisschen sterben. Ja, ich denke, da ist etwas dran. Auch die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sind ein bisschen wie Sterben. Dabei sind sie gerade dazu da, Leben zu retten. Doch wir mussten und müssen uns von manchen verabschieden, zumindest vorübergehend. Doch es wird eine Zeit danach geben, das ist ganz sicher. Wie viel wir dann zu betrauern haben, das ist allerdings noch nicht vorherzusagen. Doch schon jetzt spüren und ahnen wir, dass auch Neues und Gutes entsteht in dieser Krise. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes stellt sich vor, wie unsere Welt im Herbst 2020 möglicherweise aussieht. Er schreibt: Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil, nach einer ersten Schockstarre fühlten viele sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren plötzlich zu einem Halt kam. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend vermissten, stieg an. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens hervor. So entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit.
Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge. Ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war. Wir staunen rückwärts, wie viel Humor und Menschlichkeit in den Tagen des Virus tatsächlich entstanden ist. Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie Zusammenbruch tatsächlich passierte. Wir werden uns wundern, dass sogar die Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so schmerzen, wie es sich am Anfang anfühlte. In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten. Was für eine schöne Vision! Und es ist sogar real, was Matthias Hawkes vorschlägt. Abschied ist ein bisschen wie Sterben. Und wenn wir dann trotzdem eines Tages wieder neuen Lebensmut haben und uns wieder freuen können, sogar jetzt mit all den Beschränkungen, wenn wir wieder aufstehen und weiterleben, wenn wir neue Kraft spüren, dann ist das ein bisschen Auferstehung, ein bisschen Ostern. Erlebbar und fühlbar in jedem Leben. So wie nach jedem Winter wieder Frühling kommt. Gläubige Menschen bringen solche kleinen und großen Auferstehungen mit Gott und Jesus Christus in Verbindung. Mit Beistand, Trost und Halt, Kraft und Hilfe von oben. Und das ist auch gut so, denn genauso wirkt Gott in unserem Leben. Doch Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und weiter schreibt er im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Oh, dieser Apostel Paulus, da ist er wieder provokativ. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen, schreibt er. Aber er selbst schreibt an anderen Stellen, dass die Gemeinde schon jetzt von Gottes Geist zu neuem Leben und zur Nächstenliebe bewegt ist. Er selbst schreibt, dass unsere Körper Tempel des Heiligen Geistes sind und deshalb wichtig. Ist das etwa nicht in diesem Leben? Doch, das ist in diesem Leben. Paulus macht sich viele Gedanken über das aktuelle Leben und Zusammenleben der Menschen in seinen Gemeinden. Es ist ihm wichtig. Und wir wissen, dass Jesus selbst auch sehr diesseitig war und den Menschen, die ihm begegneten, direkt geholfen hat in ihrer Gegenwart. Da gab es viele Neuanfänge, neue Kraft und neue Hoffnung, kleine und große Auferstehungen von Jesus bewirkt, mitten im irdischen Leben. Und doch schreibt Paulus, das reicht nicht. Nur auf unser diesseitiges Leben zu schauen, ist nicht genug. Wer so etwas schreibt, muss dann aber auch etwas zu bieten haben. Hat Paulus das? Er greift den Gedanken von der Auferstehung der Toten auf. Die Auferstehung Christi, also Ostern, ist der Anfang der Auferstehung aller. So argumentiert Paulus. Und wir sprechen und denken und glauben wir an die Auferstehung der Toten? Wenn das so einfach wäre. Irgendwie ist es schwer vorzustellen. Aus dem Tod gibt es kein Zurück. Wir wollen uns nichts vormachen.
Doch wir wollen heute Ostern feiern. Mit diesem oder jenem Glauben. Mit Zweifeln. Mit Ängsten auch, besonders in diesem Jahr. Und mit Hoffnungen. Was erwarten wir? Ostern feiern. Jetzt in dieser schwierigen Zeit? Ja, gerade jetzt. Obwohl es keinen Beweis für die Auferstehung der Toten gibt. Ostern ist weder ein Beweis noch ein Happy End, sondern Ostern ist ein Neuanfang. Ostern soll und kann nicht die Zweifel beseitigen. Ostern soll Zweifel wecken, nämlich Zweifel daran, dass der Tod das letzte Wort hat, dass mit dem Tod alles aus ist. Das bezweifeln wir heute gemeinsam. Eigentlich tun wir das jeden Sonntag. Manche Menschen brauchen konkrete Bilder für ihren Glauben, so wie Paulus eine Szenerie zeichnet für seine Gemeinde in Rom und dabei jüdisches Bildmaterial seiner Zeit verwendet. Sprachliche Bilder umschreiben das, was man nicht genau sagen kann. Anderen unter uns versperren diese Bilder eher den Weg zum Glauben daran, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Für sie ist es besser, das Unbeschreibbare in abstrakten Worten zu sagen und die Einzelheiten offen zu lassen. Wieder anderen kann die Musik das Unbeschreibbare nahebringen, ganz ohne Worte. Wir können uns die Szenerie des Paulus zu eigen machen, doch wir müssen es nicht. An anderer Stelle verwendet er andere Bilder. Wie das Ende der Zeit und die Auferstehung der Toten aussehen wird, das weiß auch Paulus nicht. Doch er will seinen Gemeinden und uns eine Zukunft zeigen. Er will Hoffnung und Glauben wecken, dass wir von Gott gehalten bleiben, auch nach unserem irdischen Leben. Er will das Vertrauen stärken, dass Gott uns die Treue hält, auch über unseren Tod hinaus, dass der Tod unsere Verbindung mit Gott nicht aufheben wird und unser Leben nicht sinnlos machen wird. Und Paulus beschreibt, was im Reich Gottes nicht mehr sein wird, nämlich Herrschaft von Menschen über Menschen, Gewalt und Machtverhältnisse. Dies, was in unserem irdischen Leben leider immer nur punktuell überwunden wird, ist bei Gott endgültig nicht mehr. Dabei bleiben wir selbst, auch nach unserem Tod. Nichts anderes meint Auferstehung der Toten. Wir bleiben einzigartig mit unserer einmaligen Geschichte. Unsere Lebensgeschichte wird bei Gott bewahrt und gewürdigt und zu einem guten Ende geführt. Deshalb sind wir schon hier und heute frei. Wir müssen Leiden nicht überspielen. Wir dürfen uns freuen an allem Schönen. Wir dürfen die Hoffnung behalten, auch wenn wir im irdischen Leben enttäuscht werden. Wir können uns unseren Nächsten zuwenden. Und wir brauchen die Toten nicht aufzugeben. All unsere kleinen und großen Tode im Leben führen uns zu unserem Tod. Und all unsere kleinen und großen Auferstehungen im Leben führen uns zur Auferstehung in Gottes Reich, wo Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen und der Tod nicht mehr sein wird, noch Schmerz, noch Geschrei. Ostern ist der Anfang davon. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinnen. In Christus Jesus. Amen.
Du kannst alles wenden. Schenk uns deine Kraft der Auferstehung, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, dass wir aufstehen, wenn wir gefallen und deprimiert sind, dass wir vergeben können, wo jemand uns verletzt hat, dass wir die notwendigen Regeln beachten, um uns und andere zu schützen, auch wenn es uns schwerfällt, dass wir immer wieder auch das Gute und die neuen Wege sehen, dass wir trotz aller Probleme und Sorgen Freude empfinden und gelassen sein können. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Großer Gott, wir bitten dich, dass die Osterbotschaft uns im Herzen erreicht. Trockne unsere Tränen, schenk uns die Osterfreude, damit wir etwas davon widerspiegeln können. Wir bitten dich um das Leben, das dem Tod widerspricht. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Großer Gott, wir hören und lesen mit Entsetzen die Nachrichten aus aller Welt. Die Zahlen und die Bilder schockieren uns. Sie machen uns Angst und wir verstehen dich nicht. Laut klagen wir zu dir und rufen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Großer Gott, wir bitten dich um österliche Kraft und deinen Schutz für alle Menschen, die Kranke behandeln, Alte pflegen und Sterbende begleiten. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Großer Gott, es gibt so viele Menschen, die Großes leisten und wir sehen es erst in diesen Tagen so richtig. Lass uns dafür aufmerksam bleiben, auch nach der Krise. Wir bitten dich um österliche Kraft und Heiterkeit für die, die unsere Gesellschaft jeden Tag am Laufen halten, bei der Müllabfuhr, bei der Post, an den Supermarktkassen und anderswo. Wir bitten dich um österliche Kraft und notwendige Erkenntnisse für die, die medizinisch forschen. Wir bitten dich um österliche Kraft und Weisheit für die Regierungen bei uns und in aller Welt. Wir haben noch so viele Bitten heute. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott, du Mutter und Vater des Lebens, wir wollen dich auch bitten für die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deinem Reich und schenk uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns im Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun feiern Sie Ostern weiter, gerade in dieser Zeit, so wie es jetzt eben geht mit den lebensnotwendigen Beschränkungen. Leben Sie die österliche Zeit mit Hoffnung und Freude trotz allem und mit dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.